Zimmer von mir. Upsala. Da war ich etwas zu übermütig. Streichel nicht vergessen. Das Pferd ist relativ temperamentvoll. Es war zwar recht praktisch, dass sich die Minikarte die ganze Zeit mitbewegt hat, aber ich habe dadurch einfach gar keine Orientierung. Die habe ich dann schon eher, wenn die Karte immer gleich ist. Ich glaube, hier ist nicht so gut. Das ist dein Problem? Ich mag Steine nicht, verstehe. Was man aber auch nichts machen kann, wenn man auf dem Pferd sitzt. Wow. Da hilft mir die Karte jetzt nicht. Ich habe einen Kork gefunden. Ja, aber ich will ja gar nicht den Kopf jetzt holen. Also ich weiß ja nicht, wo sein Kumpel ist, aber ist bestimmt nicht auf dem Weg. Das Pferd ist gerade sehr weit rein ins Wasser, aber du kannst nicht drüber, ne? Ja. Schauen wir mal, ob ich es rüber schaffe. Einzelnen Chat für Pferd. Aber es kommt nicht rüber, ne? Na gut, dann weiter ohne Pferd. Ich hatte echt Sorge. Also mein Freund spielt ja die ganze Zeit Tears of the Kingdom und ich sehe halt schon bei ihm das ein oder andere. Und dann wollte ich ihm was am Sperrposten zeigen und sehe dann halt einen Orni, der blau ist, halt so wie der gerade neben mir läuft. Und dachte irgendwie, die sind alle gestorben oder so und es wären jetzt ihre Seelen und habe mir das Schlimmste ausgemalt. Dabei ist es halt wirklich einfach nur diese neue Fähigkeit. Das ist sehr, finde ich sehr interessant, wie man das missverstehen kann, wenn man es noch nicht kennt.
Da ist der Turm, ja. Kakariko sehen wir? Was? Felszunge? Ja. Und Donut? Das klingt schön. Was sehe ich? Das ist ein Ding mit dem Loch. Ah, ach, das ist dieser Kranz. Aber das ist doch nicht Kakariko, oder? Mhm. Oh mein Gott. Ich habe lange gebraucht, um das zu finden. Aber sieht das tatsächlich vom Schreibkasten aus. Sehr lustig. Oh. Ja. Wieso? Ist du mal so mal tot? Der hat besondere Bedürfnisse. Der hat besondere Bedürfnisse, ich verstehe. Da bin ich immer gespannt. Verdammt, nicht schnell genug reagiert. Höhle am Sahasa. Okay, das funktioniert auch nicht. Interessant. Ich weiß. War halt wohl von den beiden noch anders. Sehr steinig hier, sehr felsig. Wie bei den Goronen in Ocarina of Time in diesem einen Raum, wo die ganzen Steine liegen. Was ist denn hier für Loot und zwischen den Steinen? Eieiei. Oh. Da passe ich nicht durch. Ich höre was. Okay, die Höhle würde ich mir tatsächlich mal markieren. Ich will aber. Okay. Nur mit was markieren? Ich möchte spielen, Mann! Ist mir egal, was du dazu sagst. Du darfst ja. Du darfst es auch gerne mit mehreren markieren. Ja. Okay. Hier sind wesentlich mehr Hasen in der Welt unterwegs als. Oh, ich habe keine Waffe gerade. Also bei Breath of the Wild kenne ich, glaube ich, nur die eine Stelle. Warum sammelt man Rubine? Warum muss man die einsammeln? Das ist so weird. Willst du dir den Kartografie-Turm ansehen? Es tut mir aufrichtig leid. Es gibt da ein kleines Problem. Oh no, was gibt's? Ich habe gehört, dass die Vorrichtung im Kartografie-Turm kaputt ist. Also kam ich hierher, um sie zu reparieren. Was hat der denn für einen Namen? Shinabuda. Aber aus irgendeinem Grund lässt sich die Tür nicht öffnen, sodass ich nicht in den Turm gelangen kann. Die Tür ist nicht versperrt oder sonst verriegelt. Wenn man aber drückt oder zieht, bewegt sie sich keinen Zentimeter.
Natürlich weiß ich, dass es da sich um eine Schiebetür handelt. So ein dummer Fehler passiert mir doch nicht. Ich habe Hunger vom vielen Nachdenken. Vielleicht sollte ich in irgendeiner Höhle in der Nähe Pilze sammeln gehen. In einer Höhle? Genau, es gibt eine Höhle unten an diesem Hügel. Als der Kartografieturm gebaut wurde, habe ich dort oft nach Pilzen gesucht. Was ist das jetzt für ein Tipp? Geht wirklich nicht. Das gefällt mir nicht. Ich will doch nur den Turm haben. Okay, das habe ich mir echt zu einfach vorgestellt. Nun gut. Dann gehe ich mir den Donut angucken. Das ist schon irgendwie süß, dass man nicht mehr alleine unterwegs ist. Ich muss jetzt Felsbrocken sammeln. Ich komme aus dem zerstörten Stein noch relativ häufig wieder raus. Dann bei mir ist irgendwie nicht. Nein, ich will jetzt keine Bomben. Ja, ist gut. Was ist schon Kakariko? Ja. Boah, ey, dann meine Kartenkenntnis ist so. Also, mein Orientierungssinn, das ist schrecklich. Fühlt sich ganz falsch an, auf jeden Fall, auf der Karte. Oh, was ist das? Eine Klammerkröte. Eine Kröte, die sich an Wänden festklammert und dort verharrt. Die Sekrete ihrer Haut ermöglichen es, selbst nasse Oberflächen zu erklimmen. Na, ich verstehe. Orientierungsschwäche, du? Ja, ganz, ganz krasse Geschichte, ne? Glaubt man bei mir gar nicht. Als ob die Rechts-Links-Schwäche nicht reichen würde, ne? Ah, direkt die Kakariko-Musik. Ja, von Kakariko dachte ich, jetzt komme ich jetzt nur hin, wenn ich halt anders rumlaufe. Und jetzt bin ich irgendwie, jetzt bin ich ganz verwirrt. Jetzt durch die Mitte. Durch die Mitte, ja. Das war krass. Ungeduld wird hart bestraft hier. Das ist ein enttäuschender Donut. Ein enttäuschender Donut. Oh. Hat keine Streusel. So, vielleicht sollte ich den Weg einfach gehen, hä? Oh, da ist was runtergefallen. Hallo. Hä? Könnte es sein, dass du auf Geheiß von Pora hergekommen bist? Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ich bin Sagru. Mein Spezialgebiet sind die Himmelsinseln, aber diese vom Himmel gefallenen Ruinen sind einfach zu interessant. Ich kann nicht anders. Ich muss sie erforschen. Hm? Du bist ja gar kein Mitglied der Forschungsgruppe, oder?
Dies ist eine Kranzruinen-Forschungsstätte. Privatpersonen sollten sich fernhalten, es ist zu gefährlich. Aber du hast den ganzen Weg hierher aus Neugier auf dich genommen. Du wärst in der Forschungsgruppe gut aufgehoben. Da du keine Mühen gescheut hast, herzukommen, würde ich gerne mit dir sprechen, wenn du nichts dagegen hast. Du sprichst ja schon mit mir, hä? Achso, solange du kein Problem damit hast, dass ich nur über Himmelsinseln Bescheid weiß, kannst du mich ruhig alles fragen. Dann fragen wir mal. Du hast es sicher schon im Himmel schweben sehen. Himmelsinseln sehen ein bisschen wie Ruinen aus. Oder eben wie, Inseln. Nur sind sie in der Luft und nicht im Wasser. Die Sonarruinen, die überall auf die Welt heruntergefallen sind, wie zum Beispiel die Kranzruinen. Nun, wir gehen davon aus, dass sie alle von solchen Himmelsinseln stammen. Und das bedeutet, die Himmelsinseln sind Überbleibsel der Sona-Zivilisation. Ihr Vermächtnis wartet irgendwo dort oben auf seine Entdeckung. Und es waren noch nie Leute dort, also sollte alles perfekt erhalten sein. Bist du auch wirklich sicher, dass dich meine Geschichten nicht langweilen? Über Himmelsinseln könnte ich tagelang reden. Zu einem Thema darfst du mich jederzeit befragen. Gibt es dort Leben? Ich weiß zwar nicht genau, welche Art von Leben es dort gibt, aber auf diesen heruntergekommenen Ruinen befinden sich Pflanzen, die hier unten auf dem Boden nicht wachsen. Also vermuten wir, dass es auf den Himmelsinseln Leben geben muss. Genau wie hier an der Erdoberfläche. Ah, wenn du dich für solche Sachen interessierst. Corinne bei dem Zelt da drüben weiß eine Menge darüber. Wie es scheint, hat sie sich zum Ziel gesetzt, eine Pflanze aufzuziehen, die auf den Ruinen gefunden wurde. Aha. Ich würde dir empfehlen, dich mit ihr zu unterhalten, wenn dich solche Dinge interessieren. Bist du doch wirklich sicher, dass das meine Geschichte nicht langweilen? Was interessiert dich? Was mich am meisten interessiert, ist wohl die Rüstung, die mit Hilfe von Sonatechnologie angefertigt wurde. Der kulturelle Hintergrund ihrer Kleidung ist uns in weiten Teilen noch ein Rätsel, das wir aufdecken möchten. Je größer die Himmelsinsel ist, desto größer muss auch die Siedlung darauf gewesen sein. Das steht fest. Dort muss es auch kulturelle Relikte dieser Art geben. Das vermuten wir zumindest im Moment. Die Himmelsinseln sind eh unerreichbar. Es ist müßig, darüber hin nachzudenken. Ich stütze mich lieber auf die Kranzruinen. Noch haben wir keinen Weg gefunden, die Himmelsruinen zu erreichen, aber eines Tages würde ich gerne eine sehen. Vielleicht gehe ich bald nach Taborasa und lasse sie den Ballon verbessern. Leider bieten sie mir nicht viele Gelegenheiten, in den Nordosten zu reisen. Okay, dann gehe ich erstmal zum Schrein. Aber eigentlich will ich ja hier gar nicht hin. Eigentlich. Schleichglöckchen. Eine Blume, die in Wäldern und auf Wiesen zu finden ist. Nachts gibt sie ein schwaches Licht ab. Als Kochzutat verleiht sie die Fähigkeit, lautlos zu schleichen. Schleichling. Wundersamer Pilz, der im Dunkeln leuchtet. Als Kochzutat steigert die Wirkstoffe und erhöht die Konzentration, sodass man sich lautlos fortbewegen kann. Habe ich noch eine Waffe ohne alle? Ja. Deckt man damit eigentlich auch Crocs auf? Fragen über Fragen. Hab deinen Streamplan nicht ganz kapiert. An welchen Tagen gibt es diese Woche Zelda? Phil? Bis einschließlich Freitag. Wie kann man meinen Streamplan nicht verstehen? Ich weiß, es ist ein Witz, aber wie kommst du auf solche Witze? So. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier nicht weiter. Wo könnte... Das Institut muss hier irgendwo sein, aber hier sind auch die Zoras. Also das passt nicht. Dann würde ich sagen, gucken wir uns den Turm mal an. Wo ist der? In die Richtung. Schon ein bisschen schwer, sich was vorzunehmen, was man dann im heutigen Stream macht, so, aber sonst kommen wir ja hier auch nicht voran, ne?
Hier liegt viel Kram. Komm ich überhaupt vorbei? Das sieht doch gut aus. Ui. Das ist Neidra. Ui. Weg, 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 weg. Ich komme nicht dran, oder? Als ob das jetzt nicht getroffen hat. Vielleicht ein Auge? Nicht so weit weg? Geht der da denn gerade hin? In den Untergrund? Nein, nee. Das schnapp ich mir. Oh wow, das war ein Schleichglöckchen. Hä, aber hier ist doch... Ich habe ihm doch gerade was abgezogen. Leuchten die nicht immer? Jetzt möchte ich aber mehr dazu wissen. Nee, ich finde das jetzt gerade nicht, was ich von ihm abgemacht habe. Sad. Ich sehe nichts. Das ist schlecht. Was machen wir denn da? Ich brauche einen großen Samen. Der ist hinten irgendwo. Oh, schon 20 Stück. Boah, das ist schon sehr nah am Drachen dran, ne? Das finde ich eigentlich immer sehr gruselig, aber irgendwie auch mega interessant. Ah ja, hier sind wir noch. Oh Gott, es ist dunkel. Oh Gott, ich habe Angst. Ich bin froh, dass ihr da seid. Ich will zu dem Samen da. Also zu dem Lichtdingens. Die Musik ist aber auch direkt bedrohlich. Also, nee, nicht bedrohlich ist falsch. Gruselig. Oh Gott. Oh Gott. Das war heftig.
Besser. Wo ist der Drache jetzt? Da. Hi. Was machst du hier unten? Kann den aber, glaube ich, nicht mehr abschießen, weil ich habe ja schon. Wie komme ich jetzt eigentlich wieder zurück? Ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich bin einfach dem Drachen hinterher. Ich kann null einschätzen, wie weit das Licht Leuchtding da drüben ist. Wie weit das weg ist. Oh, warte, das ist ein Licht. Das sieht sehr hoch aus. Schon praktisch, seine Fähigkeit. Nein! Ich hab's befürchtet. Ups, jetzt wird seine Fähigkeit aus Versehen. Aktiviert. Großen machen echt viel Licht, das ist ja krass. Ja, ein einzelner Pfeil hilft jetzt nicht. Oh, ein Turm. Aha. Was? What the fuck? What the? Was? Ich sollte hier ganz dringend weg. Ach du Heilige. Ah, die Zeit hält ja nur an, wenn ich... Wenn ich fliege. Beta-Block-Konstrukt. Interessant. Was wir hier so alles finden. Uff, ich möchte wieder hoch. Das war's. Bin weg. Hasta la vista. Das war mir zu gruselig. Jetzt habe ich ein Lametta von meinem Vorhang aus Versehen rausgezogen.